Prüfende Leistungspentode EL60 von Philips. Die EL60 wurde ca. 1948 entwickelt. Es war der Vorgänger der EL34. Der einzigste Unterschied ist, dass die EL60 einen neunpoligen Loktalsockel hat, während die EL34 einen achtpoligen Oktalsockel hat. Die technischen Daten der Röhre sind dieselben. Da ich keine Messkarte für die EL60 habe, habe ich das Neuberger gemäß dem Datenblatt gesteckt. Also die Heizung ist auf Stift 1 und Stift 9. Stift 1 und Stift 9. Die Kathode ist auf Stift 8. Das Steuergitter ist auf Stift 7. Das Schirmgitter ist auf Stift Nummer 6, also hier. Während das Bremsgitter auf Stift Nummer 2 ist. Und das ist doch nicht gesteckt. Das wird hier auf die Kathode gesteckt. Also auf Kathodenpotenzial. Und die Anode selbst ist auf Stift 3. Als Messdaten selbst nehme ich die Daten der EL34, das dieselbe Röhre ist. Das Messgerät ist auf 120 mA eingestellt und die Röhre soll liefern 100 mA. So, schauen wir mal. Die Heizung funktioniert. Die Heizspannung wird auf 6,3 eingestellt. Das Steuergitter auf minus 13,5 Volt. Das passt. Das zweite Gitter wird auf 265 Volt eingestellt, also plus 265 Volt. Die Anode auf 250 Volt. Okay. So, dann schauen wir mal. Es gibt keinen Kurzschluss zur Kathode, keinen Kurzschluss zum Gitter 1, keinen zum Gitter 2. Keinen zum Gitter 3. Gitter 4 gibt es nicht. Keinen zur Anode. Da das Neuberger nicht geregelt ist, muss ich die Spannungen etwas nachstellen. Die Anode ist viel zu klein. So. So, die Röhre liefert ungefähr 41 mA, also 41 Ausschlag. Das entspricht ungefähr 82 mA Anodenstrom. Und damit ist die Röhre noch im Gutbereich.